Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Das, was ihr hier jetzt auf YouTube seht, ist wieder ein Stream, eine Aufzeichnung quasi mit Live-Zuschauern. Und ja, los geht's, oder? Es geht Richtung Finale, so wie es aussieht. Lang ist es, glaube ich, nicht mehr. Ja. Das machen wir. Wir müssen uns nämlich jetzt entscheiden, was wir machen. Tibau, Dankeschön für die Bets. Entweder gehen wir zu Damien und fragen, wo Syana festgehalten wird, aber ich finde das viel interessanter. Der Unsichtbare. Wir müssen den Unsichtbaren finden. Den mächtigen Supervampir, der sich irgendwo versteckt. Und es fühlt sich, wie gesagt, schon sehr nach Finale an. Es würde mich nicht wundern, wenn wir heute vielleicht sogar fertig werden in diesem Stream, in diesem 3-Stunden-Video dann quasi. Gucken wir mal. Können wir vielleicht sogar schnell reisen? Das kannst du jetzt nicht tun. Kann ich Plötze rufen? Plötze geht immer. Ich kann zwar nicht schnell reisen, aber Plötze kann schnell reisen. Plötze kann sich immer noch rumteleportieren. Plötze braucht nicht mal Wegschilder. Komm schon, Plötze. Ich frage mich, ob der Unsichtbare wirklich unsichtbar ist. Ich glaube nicht. Oh, Gegner. Lassen wir die einfach stehen. Einfach reiten. Schneller! Schneller, verdammt! Wow. Okay. Ein Furki. Wie heißt der wirklich? Ich kann es nicht lesen, wenn er so rumwackelt. Oh, das ist so ein Stammvieh. Ich kann mich erinnern. Mit dem hatten wir schon mal das Vergnügen und es war nicht sehr vergnügsam. Aber er ist tot. Hallo, Landsquid Birdrider Sister. Puh, Kurki ist ganz schön gefährlich. Ist noch sehr weit. Ja, schon ein bisschen. Plätze. Gehen wir gemeinsam. Langsam, langsam. Los, los. Mach das nie spielen, ist immer gut. Jo, bis später, Felix. Okay, anscheinend wollen die nicht, dass ich hier auf Plätze reite, die Spielverderber. Dann gehen wir halt zu Fuß. Deine Unsichtbarkeit ist gegen meinen Wirbel-Zwirbel-Zauberwind machtlos. Oh, jetzt hat sich's ausgewirbelt, leider. Wirbelt es uns denn hin? Wo? Die kann sich aber auch teleportieren, ne? Das sind nicht nur Sprünge, was die da macht und Unsichtbarkeit. Das ist schon auch Teleportation. Also zumindest cheatet das Spiel da ein bisschen, wenn das was anderes sein soll. Und warum wird das Feuer, wenn sie brennt, eigentlich auch unsichtbar? Vielleicht, weil die Vampire in Wirklichkeit mit unserem Verstand spielen und sich gar nicht wirklich physisch unsichtbar machen. Ja, eine gute Erklärung zumindest. Ja. Kommt jetzt nochmal so ein Best-of an Vampirgegner. Anscheinend irgendwie, oder? So vor dem Finale. Ja, der war nicht gerade ein Best-of. Der war eher so ein... Ne, ich meine, was war denn das bitte? Dreimal mit dem Schwert draufgehauen und schon war tot. Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet.
Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Ich schätze fast, der Hieb hat die alle nicht umgebracht. Sie sind alle danach verblutet. Aber was müssen wir denn dann noch untersuchen, wenn nicht die Tür vielleicht? Aber die leuchtet auch nicht rot. Nee. Warte mal, hier. Da sind Spuren. Hier hat sich die Formation aufgelöst. Sie sind geflohen. Oh mein Gott, was war denn das? Ah, die schubst uns hier durch die Gegend. Oh Gott, das sind zu zweit. Das ist jetzt aber schon ein bisschen mies, ne? Ein Alp und eine Bruxa. Ich weiß nicht, ich hoffe, die Alp ist nicht so stark wie die... Die Alp erteilt... Wisst ihr was? Gehen wir einfach. Lauf! Oh mein Gott! Sie müssen sich in der Bank verbarrikadiert haben. Warte mal. Irgendwen muss ich jetzt töten. Den da. Okay. Du hast es geschafft. Ganz allein. Diese Hurenbrut hat mir die halbe Einheit geschlachtet. Sie hat auch dich fast geschlachtet, wie ich sehe. Du musst dich mit deinen Männern zurückziehen. Sofort. Ich bin dieser Stadt verpflichtet. Es hilft der Stadt nicht, wenn du deine Männer abschlachten lässt. Damien, du erinnerst dich an unser Gespräch im Palast? Ich sag's noch einmal. Deine Leute haben keine Chance. Männer, Verwundete versorgen und Rückzug vorbereiten. Das ist das einzig Richtige. Hör genau zu. Gegen Vampire braucht ihr Silber. Lasst eure Alchemisten so viel Vampiröl wie möglich herstellen. Gallonenweise. Überzieht eure Klingen damit. Haltet nach Alpen und Bruxe Ausschau. Die wohlgeformt. Sie sehen wie Frauen aus. Nur manchmal sichtbar. Bomben mit Silbersplittern sind angeraten. Danke, Hexer. Hoffentlich bist du das Geld wert, das die Herzogin dir versprochen hat. Und hoffentlich bringst du den Kopf dieses Scheusals auf einem Spieß an. Euer Problem ist jetzt mein Problem. Ich kümmere mich darum. Und wie? Ich kann nur sagen, dass ich Sianna dazu brauche. Du kennst die Entscheidung der Herzogin. Sianna wartet auf ihren Prozess. In Haft. Ja, das weiß ich. Aber hinnehmen muss ich es nicht. Du kannst dir das leisten. Ich nicht. Ich habe der gnädigen Herzogin Treue geschworen. Mir fällt gerade ein, ich muss noch einstellen auf Twitch, dass jetzt nicht mehr Final Fantasy, sondern Witcher gestreamt wird. Sonst kommt die Twitch-Polizei. Und sagt, und dann verliere ich meine Superkräfte. Meine Stream Power. Update! Okay, Update successful. Na dann, wo waren wir stehen geblieben? Keine Ahnung. Er kann doch machen, was er will, oder? Ich kann dich nicht zwingen. Ich versuch's auch nicht. Aber eine Frage solltest du dir stellen. Wie wirst du dich morgen fühlen, wenn ihr noch mehr Soldaten begrabt, die du hättest retten können, aber es nicht einmal versucht hast? Ich verschwende hier meine Zeit. Moment. Als ich Sianna zuletzt gesehen habe,
wurde sie von der gnädigen Herzogin in das Spielzimmer des Palasts eskortiert. Spielzimmer? Für Kinder? Bist du sicher? Ich arbeite seit Jahren im Herzogspalast. Ich kenne jeden Winkel. Natürlich bin ich sicher. Spielzimmer? Was hat die Herzogin getan? Sianna in ein Puppenhaus gesperrt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe gesagt, was ich weiß. Was nun geschieht, geht mich nichts an. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Ihr zieht euch in die Kasernen zurück. Folgt einfach meiner Spur. Der Weg müsste frei sein. Ich sollte Regis Bescheid geben, damit er herkommt. Moment mal. Nee, das ist die falsche Quest, die will ich nicht machen. Ich will den Unsichtbaren sehen. Habe ich doch jetzt schon dreimal gesagt, Spiel. Ist zum Glück nicht weit von hier. Es geht mir wirklich nur drum. Die einzige Überlegung ist, dass ich den Unsichtbaren gern sehen würde. Oh, ich habe euch ja gar nicht gesehen da oben. Jetzt reicht's. Wirbel, Zwirbel, Zauberwind. Oh yeah. Ihr habt aber schön arrangiert, die drei da. Wahrscheinlich für später oder so. Wollte nach dem Essen wahrscheinlich ein Mittagsschläfchen da oben hängend machen. Der Arme. Unsere Befehle. Rede! Ich weiß nicht. Es ist ein Schlachtfest. Clemence Einheit ist hin. Kosma. Und Hauptmann Damian. Er hat sich den Tugenden verraten. Hast du es gerade eilig? Und wie? Nun sei so gut und geh beiseite. Das Chaos in der Stadt. Weißt du, was da los ist? Natürlich. Es ist sehr ärgerlich. Ein Blutbad in den Straßen? Ärgerlich? Da würden mir aber stärkere Vokabeln einfallen. Ach, weißt du, ich werde langsam alt. Bin nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Dazu braucht es schon etwas mehr. Ja, Mitgefühl ist nicht das Spezialgebiet von Vampiren. Ich dachte mir, dass du es merkst. War nicht schwer. Hast dir ja auch keine große Mühe gegeben. Kiba, und danke schön. Tja, ich bin Hexer. Und damit mein Feind? Das hängt ganz von dir ab. Ich muss den Unsichtbaren sehen und überreden, Detlaff aufzuhalten. Es ist dringend. Ich habe gehört, du könntest mir da helfen. Also wirklich? Der gute Regis braucht wohl eine Lektion. Er ist sehr indiskret geworden. Und du? Es gibt schlichtere Methoden, sich zu entleiben. Du könntest von irgendeiner Brücke springen. Ich will nur mit ihm reden. Reden. Köstlich. Er reißt dir den Kopf von den Schultern und macht Hackfleisch aus dir, Dankeschön. Du auch nur den Mund aufmachst. Lass das meine Sorge sein. Wirst du tun, worum ich dich bitte? Auch ich zöge es vor, wenn die Stadt wieder ruhig wäre. Aber ein solches Geheimnis einem Hexer offenbaren? Weißt du was? Komm mit mir. Ich muss noch etwas erledigen, dann reden wir. Einem Menschen würde ich jetzt sagen, dass jede Verzögerung weitere Tode nach sich zieht. Aber ich bezweifle, dass dir das etwas bedeutet. Zu Recht. Das tut es nicht. Wo willst du hin? Nicht weit. Siehst du, ich habe da eine Art Unterschlupf direkt vor Beauclair. Ein Waisenhaus, um genau zu sein. Mir haben die Vöglein zugeflüstert, dass dort etwas Schreckliches geschehen ist. Unter den aktuellen Umständen muss ich das ernst nehmen. Sicher verstehst du das. Mhm. Durchaus. Gehen wir.
Okay. Und nun? Das hier muss ja ein Vermögen gekostet haben. Tja, ich habe nun mal eine Schwäche für Kinder. Das heißt? Das heißt, dass ich... Moment, riechst du das? Blut. Arno! Arno! Arno? Bitte. Psst. Psst. Was ist passiert? Wo ist Arno? Rede! Monster. Soll ich Gedankenmanipulationspower bei ihm einsetzen, um ihn zu beruhigen? Vielleicht hilft's ihm. Ich bin mir leider nicht ganz sicher, wie genau das funktioniert, ne? Beruhige ich ihn damit wirklich und dann geht's ihm besser? Oder manipuliere ich nur sein Hirn, dass er sagt oder vielleicht sogar glaubt? Aber nicht wirklich ist? Ja, keine Ahnung. Ich mach's einfach. Schon gut, Kleiner. Du bist in Sicherheit. Ich hatte solche Angst. Solche Angst. Wovor? Du kannst es uns sagen. Lass dir Zeit. Ich bin von den Glocken aufgewacht und von den Schreien. Ich habe mir die Decke über den Kopf gezogen, aber sie waren so laut. Und dann hat irgendwas auf das Dach geschlagen. Bumm! Bumm, immer lauter. Abraxe, danke schön. Und Onkel Arno ist gekommen und hat gesagt, seid ganz leise. Psst, dann passiert euch nichts. Nice, fast alle fahren reingefallen. Der Sohn hat sie im Stich gelassen und ist abgehauen. Hey, ich hab grad mal kurz nebenbei auf dem Tablet in den Guide geguckt, nur um die Überschriften der Kapitel zu lesen, weil ich wissen wollte, was noch kommt. Und wir sind gerade mal bei der Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte der Story. Voll cool. Das freut mich echt. Das heißt, wir haben noch viel mehr vor uns, als ich dachte. Es hat sich schon so nach Finale angefühlt, aber stimmt, glaube ich, gar nicht. Das ist cool. T-Bone, danke schön für die Bits. Wir sind schon wieder in dem Hype-Train. 56% Stufe 1 Hype Train. Nice. Hype? Das ist toll. Mit, dass wir erst. Ja, ich finde auch, dass wir erst bei der. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Wir sind jetzt in Kapitel 9 von 16. Also, yeah, finde ich das. Abraxe, dankeschön. Und dass der Hype Train schon wieder 76% gefüllt ist, finde ich auch toll. Nur gute Nachrichten heute. Jetzt, wenn Resident Evil 8 noch super ist um Mitternacht nachher, dann ist perfekt heute der Stream. So. Ich dachte auch, dass es heute zu Ende geht, aber anscheinend noch nicht. Mein Gott, ist das Glas jetzt prall gefüllt. Abraxe legt trotzdem nochmal drauf und wir kommen auf 95% Hype Train. Yeah. Immerhin ein paar Bits landen im Glas. Es fängt schon wieder an zu spinnen, die Physik. Aber irgendwie landen die Fahnen ein bisschen besser als die Herzchen, oder? Oh, und der Praxe macht die 100 voll. Level 1 Hype Train abgeschlossen. 100%. Und die Fahnen oben, die Bits explodieren. Das seht ihr jetzt auf YouTube leider nicht. Aber es ist genial. Hey, ich glaube, ich muss das Spendenglas irgendwie... The Char, jetzt passt mal auf.
Okay, ich habe jetzt. Jetzt sieht man es auch in der Aufnahme. Nur das Spendenglas, sonst nichts, ist jetzt auch auf YouTube zu sehen. Weil da reden wir irgendwie so oft drüber. Das muss im Bild sein, habe ich das Gefühl. Auch im Video. Ja, ja, ich mach schon weiter. Ich mach schon weiter. Okay, Entschuldigung. Timon, yes, dankeschön. Jetzt kommt die Bombe, die das Glas sprengt. In super Zeitlupe. Was? Abgeprallt? What? Ach so, weil die... Nee, das stimmt nicht. Ha, keine Ahnung, warum die jetzt so abgeprallt ist. Was, du siehst das Glas nicht mehr? Wirklich? Aber ich sehe es noch. Ach so, warte mal. Du hast recht. Das Glas... Jetzt. Jetzt ist es sowohl im Stream als auch... Oder ich habe es jetzt gerade nämlich umgestellt, dass es versehentlich nur noch im Video sichtbar war. Ich glaube, jetzt ist es in beiden sichtbar. Gut, dass du Bescheid sagst. Aber genau. Ach so, ist immer noch weg. Sowohl in Stream als auch in Aufnahme sichtbar, sagt's mir aber. Nee, ist wieder da. Ah ja, okay, dann passt schon. Okay, so. Oh, weiter geht's. Wer ist dieser Arno? Der Betreuer. Er hat mit seiner Frau auf die Waisen aufgepasst. Gegen ein großzügiges Entgelt. Ich sehe sie nicht, ich höre und rieche sie nicht. Sie sind geflohen. Haben die Kinder als Köder zurückgelassen. Onkel Arno hat gesagt, wir sollen still wie die Mäuschen sein. Dann kommt das Monster nicht. Aber es ist doch gekommen. Und dann? Bates, Njev, Mora und die anderen sind rausgelaufen. Aber meine Schwester Anna und ich haben uns hier versteckt. Aber Anna hat angefangen zu weinen. Ich habe ihr den Mund zugehalten und pst gesagt, bis sie aufgehört hat. Du meinst, du hast sie? Lass ihn. Ich weiß jetzt genug. Ich auch. Etwas hat meine Kinder umgebracht. Ich bleibe bei dem Jungen. Er soll nicht schon wieder allein sein. Du jagst diesen Abschaum. Bring mir seinen Kopf, dann helfe ich dir mit dem Unsichtbaren. Der Junge ist verletzt. Seine Wunden müssen versorgt werden. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Sicher? Ich habe viel Übung darin und brauche nur ein paar Minuten. Geh! Gut, mal sehen, ob ich eine Spur finde. Wunderbar. Nur zu. An die Arbeit. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, sie mit dem Kinderlein zu lassen. Ich sing dir was vor. Oh, Tibon, dankeschön. Was für ein Bitbrocken. Schlafen tief im Wald. Und der Ruf der Eulen schallt. Da kommt die Abo-Explosion von der Praxe. Das macht gerade so die Stimmung vom Spiel kaputt. Es tut mir leid, ich weiß, aber das ist trotzdem voll cool. Danke, Abraxe. Danke, T-Bone. Hype Train, Level 3 auf 90%. So, durchsuchen wir mal das Waisenhaus nach Spuren. Pfotenspuren. Zweibeiniges Monster. Läuft gebeugt. Ein zweibeiniges Monster. Das Blut ist sogar noch feucht. Hey, Miko, danke fürs Followen. Und Abraxe, nochmal danke für die Bits. Das dürfte Level... 3 voll machen oder 99%? Abraxe, leg nochmal nach. Dankeschön.
Jetzt haben wir Level 3 abgeschlossen. Währenddessen schauen wir uns mal das Moos an. Das ist kein Blut. Ich muss nachforschen. Okay. Kibau, nochmals danke. Plötze, warst du das etwa? Sieht ganz so aus. Verdächtig. Das stellt sich am Schluss raus. Plötze ist der wahre Bösewicht in Wirklichkeit. Am Schluss geht dann irgendwo, nachdem ich den Vampirboss besiegt habe, irgendwo der Vorhang im Hintergrund auf und Plötze kommt raus. Und sagt, du hast mein Spiel durchschaut, Geralt. Seit Jahren trage ich dich dorthin, wo du sein willst. Aber nun ist die Zeit gekommen, in der du mich tragen wirst. Und dann... weiß ich nicht genau. Muss ich den Sattel anziehen und Plötze setzt sich auf mich. Schleim. Vielleicht Gift? Das verkürzt die Liste der Verdächtigen. Giftdrüsen, lange Klauen, Blutsauger. Es muss ein Garkin sein. Ein Alpha-Exemplar. Ein Garkin tötet zum Vergnügen. Die Kinder haben ihm nur Appetit gemacht. Gewiss hat er auch die Betreuer verfolgt. Ja, genau, das ist Witcher. Witcher 3. Ein Garkin. Schauen wir mal in unserem Bestiarium nach. Wo wir den Garkin finden. Der dürfte leicht zu finden sein, weil der wahrscheinlich unter Vampire ist. Alpha Garkin. Das ist ja Garkin. Das ist ja ein... Was ist... Also, wenn ein Vampir einen Hexer beauftragt, einen anderen Vampir zu töten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass beide nicht sämtliche Tassen im Schrank haben. Der Auftrag schien simpel genug, doch Geralt wusste, dass es um einen Vampir ging. Wobei Vampire eine sehr heterogene Spezies sind, deren Unterformen sich erheblich voneinander unterscheiden können. Im Grunde, vielleicht interpretiere ich da jetzt auch zu viel hinein, aber es kommen ja quasi, ne, alle diese Fabelwesen kommen ja aus verschiedenen Welten. Und es würde eigentlich voll Sinn machen, dass diese Vampirwesen einfach aus einer Welt kommen, wo alle so ein bisschen der gleichen Evolution entsprungen sind. Und deswegen sind die alle ähnlich, weil die miteinander verwandt sind. So wie wenn plötzlich aus unserer Welt in ein Vampir-Universum ein Mensch und ein Wolf und ein Schimpanse und ein Fuchs kommen. Dann sind die wahrscheinlich auch alle ein bisschen ähnlich und anders als Vampire, die normalerweise in der Welt leben. Und würden wahrscheinlich alle zusammengefasst werden als die Nicht-Vampire oder so. So ähnlich ist das hier wahrscheinlich. Okay. Geralt, können wir die Spuren hier untersuchen? Ja. Hier laufen die Spuren vom Garkin und vom Wagen zusammen. Ob das Vieh sie eingeholt hat? Plötze! Genau, die Version ist besser. Und wenn man es durchgespielt hat, dass Plötze dann so... Los, so ein lauf. Zoom auf Plötze. Wie bei den Simpsons, der Hund so von links nach rechts schaut und wieder zurück. Oder ist es wie bei... Silent Hill 2. Wo man am Schluss den Kontrollraum öffnet und dann sitzt da Plötze und drückt die ganzen Knöpfe und hat in Wirklichkeit alles quasi gesteuert. Mit lauter Überwachungsmonitoren. Ist von der Straße abgekommen. Die Pferde müssen durchgegangen sein. Halt, Plötze, ich glaube, wir sind zu weit geritten. Deswegen will mich Plötze auch dauernd sabotieren und biegt immer falsch ab und will nicht über irgendwelche Flüsse springen. Es macht alles Sinn. Langsamer. Muss ich absteigen, um das zu untersuchen? Wahrscheinlich.
Der Hype Train ist beendet. Level 3 haben wir erreicht. Dankeschön, Leute. Danke fürs Mitmachen. Fürs Hype Trainen. Ich würde gerne mein Emoji teilen, aber irgendwie hängt sich bei mir der Chat gerade auf. Das war zu viel. Toot toot Hype Rogue. Chat senden. Aktivieren. Oh, der Hype Rogue, ein Dieb. Der hat uns den Hype geklaut, oder wie? Was für ein Arsch. Halt! Okay. Der Garkin hat sie eingeholt. Hier endet die Spur. Ich muss mich umsehen. Die Wunden sind schwer. Wenigstens hat es nicht lange gelitten. Er hat sie zerrissen und dann ihr Blut getrunken, bis zum letzten Tropfen. Der Garkin hat sich hier vollgefressen. Vermutlich ruht er sich in der Nähe aus und verdaut. Oder er ist da hinten. Okay, Plätze, du bleibst hier und bewachst die Kutsche. Ich schau mal, ob das der Garkin ist, der da unter der Brücke hängt. Ja, der Lord of Landsquid Frosch ist schon das beste Emoji. Das stimmt. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft, Mistvieh? Wir sind voll vergiftet, wir müssen ein bisschen in die Defensive und jetzt muss uns unsere Heilung hoffentlich heilen. Irgendwie heilt unser Heiltrank nicht, jetzt heilt er endlich. Tank noch ein, jetzt bin ich verwirrt. Ich muss echt ein bisschen Lebensenergie tanken. So, jetzt wäre der Zauberwind, der ist so gut, aber jetzt schwimmen wir leider. Vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir hier in Ruhe Energie tanken. Oh, funktioniert. Ich glaube, ein Heiltrank geht noch, bevor wir an Vergiftung sterben, oder? Okay, Lightwolf, ich bin soweit. Wir können weitermachen. Nächste Runde. Geralt, zieh dein Schwert. Wenn der uns nicht immer so vergiften würde, wo will er denn jetzt hin? Geralt, gehen wir ins Wasser. Gehen wir eine Runde schwimmen. Dann geht's uns gleich besser. Ist noch ein Schinkenbrötchen. Und jetzt auf zum Finale. Was jetzt? Das ist die neue Aquaplatschi-Methode. Wirbel, Zwirbel, Zauberwind kombiniert mit Aquaplatschi. Da haben Vampire keine Chance. Und jetzt bin ich überladen. Na toll. Tibau, und Dankeschön für die Bits. Habe ich jetzt erst gesehen. War lauter Lightwolf-Kampf.
So, Gerard, wir müssen aussortieren. Aber ich glaube, wir haben von irgendwelchen Banditen 100.000 blöde Schwerter und Keulen gesammelt und Äxte. Naja, 100.000 vielleicht nicht, aber eine. Wie lege ich ab? Wegwerfen hier, Dreieck. Hier die blauen schmeißen wir auch weg. Und dann dürfte es eh schon wieder passen, oder? Ja, aber knapp. Wir müssen mal irgendwie zu einem Händler oder so. Ist jetzt gerade mitten in der Vampirjagd-Quest wahrscheinlich eher ungünstig. Okay, den hätten wir. Das Waisenhaus ist gerecht. Wir haben den Anakin Skywalker-Vampir quasi getötet. Cool. Ich weiß nicht, ob plötzlich er eigentlich rein sollte, aber beim Absteigen habe ich sie quasi reingeschossen hier. Ich dachte, du würdest länger brauchen. Richtig. Ich bin auch noch nicht fertig. Ich muss mich noch um eines kümmern. Dich. Das Waisenhaus ist also dein Weinkeller, ja? Dein Blutschrank? Na, na. Ich habe nie behauptet, dass ich den Kindern aus reiner Herzensgüte helfe, wie du freundlicherweise zur Kenntnis nehmen könntest. Geh raus, kleiner Mann, und mach die Tür hinter dir zu. Aber... Nein! Tu ihr nichts! Tante Oriana hat sich um uns gekümmert. Sie hat uns von der Straße geholt, uns Bonbons gebracht und was vorgesungen. Lass sie in Ruhe! Siehst du, Hexer? Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Sie hat zahllose Schattierungen. Es stimmt, dass ich von den Kindern trinke, aber ich bringe sie nicht um. Und ich habe ihnen viel zurückgegeben. Aber ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt ansatzweise eine Chance hätten. Sie ist doch ein höherer Vampir. Was wollen wir denn machen eigentlich gegen sie? Sie ist unsterblich. Aber gut, wir können sie, glaube ich, so zerhacken, dass sie echt lange braucht, um sich zu regenerieren, oder? Wir können ihren Körper, ihre jetzige Form zerstören. Das hält zumindest ein bisschen wahrscheinlich. Aber... Soll ich dir jetzt danken, dass du dich so gut um die Waisen gekümmert hast? Tja, was liegt dir ihr Wohlergehen doch am Herzen? Amüsant. Wie geht es denn den jungen Hexern? Wie viele überleben eure Proben? Lenk nicht ab. Das lasse ich nicht zu. Dann komm zur Sache. Ich habe den Auftrag erfüllt. Ein Garkin hat die Kinder getötet. Einer der Vampire, die Detlaf herbeigerufen hat. Er sollte die Stadt angreifen, aber dann hat der Geruch der Kinder ihn hergelockt. Ja, der trägt wirklich weit. Seine Süße kitzelt in der Nase und lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Der Älteste der Unsichtbaren. Wo finde ich ihn? Er hat sein Lager westlich der Stadt hinter dem See. Such nach einer Höhle am Ufer. Und dieser Stein öffnet eine verborgene Tür. Du bringst mich nicht hin? Ich suche den Unsichtbaren nur auf, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Wenn du ihn triffst, weißt du warum. Ich komme dich eines Tages holen. Das ist dir doch klar. Dann werde ich nach dir Ausschau halten. Vielleicht kommt sie uns auch vorher holen.
Ich sollte Regis rufen. Gib mir über die Raben Bescheid, hat er gesagt. Also, ich warte am Anleger beim Palast auf Regis. Würdet ihr ihm das sagen? Danke. Nette Raben. Ich würde mich gerne mit Raben anfreunden. Ich fände das so cool. Man kann sich ja mit Raben wirklich sehr gut anfreunden. Wenn man den ab und zu ein bisschen Essen bringt, die essen halt nur Fleisch und am besten so überfahrene Tiere oder sowas. Das ist halt ein bisschen unangenehm. Aber wenn man irgendwie ein Rabenpärchen kennt oder eine Rabenfamilie, die in der Nähe wohnt, kann man die immer wieder mal füttern. So von wegen so, hey, guck mal hier, ich habe was für euch und hinlegen und gehen. Und dann freunden die sich wirklich mit dir an. Außer sie finden dich unsympathisch. Das kann passieren. Dann kannst du sie noch so füttern. Aber wenn die dich mögen, dann werdet ihr wirklich Freunde. Dann begleiten die einen und besuchen einen und passen auf einen auf. Dann ist man richtig Teil der Rabenfamilie, wenn man es richtig macht. Und das wäre cool. Du hast Orianna getroffen. Wie war es? Nicht gut. Ach, hat sie dir nicht offenbart, wo du den Unsichtbaren findest? Doch, hat sie. Offenbart hat sie auch, dass sie sich am Blut von kleinen Kindern gütlich tut. Ich gebe zu, ich habe Gerüchte gehört, aber nicht glauben wollen. Ich will nicht darüber reden. Die Höhle liegt westlich der Stadt hinter einem See. Da müssen wir hin. Verstehe. Ich wäre jederzeit startklar. Aber... Ja, ich weiß. Du würdest immer noch lieber Sianna befreien. Um Detlefs Willen. Um euretwillen? Oh, bitte. Was im Waisenhaus passiert ist, eindeutig seine Schuld. Dass die Straßen der Stadt mit Blut getränkt sind, auch sein Werk. Und du machst dir Sorgen, dass jemand seine Gefühle verletzt hat? Es ist lebensgefährlich, dem Unsichtbaren entgegenzutreten. Das habe ich oft genug gesagt und es ist mein Ernst. Du bist mir ein guter Freund. Ich möchte nicht, dass du unnötig dein Leben riskierst. Das ist doch natürlich und liegt auf der Hand. Zumal wir eine Alternative haben. Eine sehr vernünftige. Er hat recht. Ich finde, eigentlich hat er voll recht. Aber ich würde so gern den Unsichtbaren sehen. Und ich habe Angst, dass wir den Unsichtbaren nicht sehen, wenn ich jetzt sage, gut, wir befreien sie. Wobei das, finde ich, die viel sinnvollere Alternative wäre. Wenn man sich mit einem unsterblichen, supermächtigen Gegner anlegt. Weiß ich nicht. Und außerdem ist das die diplomatische Lösung und das wahrscheinlich die kriegerische. Mir wäre die diplomatische lieber. Aber ich will den Unsichtbaren treffen. Unbedingt. Den obersten Super-Obervampir, der sich nie zeigt, den keiner wirklich kennt. Ein Gespenst in den Straßen der Stadt. Ein Schatten, der stets in der Dunkelheit lauert. Ich muss den sehen. Und wenn es das blöde Ende wieder gibt für uns, hilft nichts. Ich bin ein Hexer, Regis. Ich verhandle nicht mit Monstern. Ich töte sie. Ah. Die Risiken sind mir einerlei. Aber die Dialoge gefallen mir gar nicht. Verstehe. Ich werde es nicht mehr erwähnen. Danke. Ah, jetzt habe ich ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ah. Aber ich will den Unsichtbaren sehen. Aber trotzdem gefällt mir das gar nicht. Das hat gerade gar nicht zu meinem Geralt gepasst, was er da gesagt hat. Überhaupt nicht. Suchen wir den Unsichtbaren. Bringen wir es hinter uns. Ich bin nicht glücklich mit der Entscheidung. Aber andererseits doch. Wird Zeit, dass wir aufbrechen. Hör mal, ich werde dorthin segeln müssen. Kommst du mit oder wehst du lieber als Nebelwölkchen rüber? Als Nebelwölkchen schwatzt es sich schlecht. Und das tue ich doch so gerne. Mhm. Ausführlich und detailreich. Lass uns gehen. Das hoffe ich auch, dass unserem Vampirfreund nichts passiert. Das wäre sehr traurig.
Weißt du mehr über den Unsichtbaren? Nur, dass er Gäste nicht schätzt. Erst recht nicht ohne Ankündigung. Heißer, hast du eine Ahnung, wie wir ihn besänftigen können? Dem Brauch nach übergibt man einem Unsichtbaren einen Stein als Friedenssymbol. Aber solche Steine gibt es nur in Hagland. Du hast wohl keine dabei. Leider nicht. Wir müssen uns wohl auf unseren Charme verlassen. Wieso reagiert der Unsichtbare denn so grantig auf Besuch? Treten die Leute sich die Stiefel nicht ab und er ist die Fegerei leid? Es ist ein bisschen komplexer. Wenn du langsam sprichst und keine schwierigen Wörter benutzt, begreife ich es vielleicht. Ich ziehe deine Intelligenz nicht in Zweifel, aber es ist nicht einfach, es einem Menschen zu erklären. Diese Welt ist uns fremd, unangenehm. Wir empfinden sie gar als feindlich. Der Unsichtbare tut, was er kann, um sich zu separieren und zu schützen. Und darin stören wir ihn. Das war gar nicht so schwer zu erklären, finde ich. Ich fliege voraus und sehe mich um. Du hättest doch einfach sagen können, er ist introvertiert. Hätte auch schon gereicht. Oh, ein Ort der Macht. Aber wie kommen wir da am besten hoch? Nicht, dass ich nicht eh schon 100 Aktionspunkte hätte, die ich nicht mehr verteile, weil ich nicht mehr wüsste, wohin damit. Hier drüben. Aber den holen wir uns trotzdem noch. Ich komm gleich, ich muss ganz kurz das hier... Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. ...meditieren. Okay. Darf ich vorschlagen, dass du Oriannas Schlüssel verwendest? Geralt, es ist himmlisch, mit dir zu schwatzen, wirklich. Aber das hier ist einfach der falsche Moment. Ich mach ja schon. Es hat funktioniert. Gut. Ich hätte Schwierigkeiten gehabt, als Nebelwölkchen durchzukommen. Was ist da drin? Weißt du, was uns erwartet? Tja, Vampire. Witzig. Und Glühwürmchen. Meine einzige Schwachstelle. Was war das? Ein Symbol. Oh, immer diese kleinen... Ah doch. Nee, was denn jetzt? Doch, ja, okay. Ich weiß ja. Immer diese kleinen Sauerstoffbecken, die dann manchmal doch keine sind. Das macht das Spiel manchmal. Das sieht so aus, als könnte man auftauchen zum Luft holen und dann geht's doch nicht. Ich hasse es, aber hier ging's. Insofern hasse ich's nicht. Alles gut. Ruck. Oh, hast du mich erschrocken. Regis, meine Güte. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Das ist meine echte einzige Schwachstelle, mein Orientierungssinn. Dammit, ich geh mal da lang. Das sieht doch ganz gut aus. Wir sind schon nah dran. Woher weißt du das? Hör doch. Ich höre gar nichts. Keine Ratte, keine Fledermaus, Totenstille. Ich sagte ja, er kann Gäste nicht leiden. Selmedau.
Pureni veres nac atrames. Avili cleveregis etu. Sadlath. Ich würde dir lieber nichts tun. Jetzt habe ich, was ich wollte. Jetzt haben wir ihn gesehen. Damn it. Heiltrank. Ich muss einen nehmen. Verdammt. Ich habe Ausrüstung verloren. Ich muss sie wiederfinden. Iss erstmal ein Schinkenbrötchen, Geralt. Dann geht's dir besser. Er kann nicht mal. Dann muss es ihm echt schlecht gehen, wenn er nicht mal ein Schinkenbrötchen essen kann. Trank habe ich immer noch nicht. Wenn ich hier was liegen lassen würde, hätte ich es dann wirklich nicht mehr? Das kann ich jetzt hier nicht tun. Aber ich habe nur verbesserten Donner. Den will ich ja nicht trinken, oder? Ich kann den mal trinken, aber der macht mich ja nur stärker, aber halt mich nicht. Ich kann auch nicht... Ah doch, warte mal. Muss ich den vielleicht erst wieder ausrüsten? Das wäre ein bisschen nervig, aber es könnte schon sein. War das mein Schwert? Mein Silberschwert? Oder was ist das da? Nee. Oder? Damit, ich weiß nicht, wer welches Schwert ich hatte. Das ist es, glaube ich, nicht, oder? Oder doch? Das Stahlschwert. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Hauptsache, ich habe das richtige Silberschwert. Ich glaube, ich schmiede jetzt mal Sachen in meine Rüstung. Ich warte mal auf die super tollen Super-Artefakte, aber die kriege ich eh nicht mehr. Also zumindest, keine Ahnung. Ja, okay, dann schmiede ich mal ein großes Art-Zeichen ein, auch wenn ich das so gut wie nie benutze. Aber ich stopfe dir jetzt einfach hier. Ist doch wurscht. Bevor wir nix in unserer Rüstung haben, haue ich lieber die kleinen Zeichen, die wir jetzt haben, rein. Sorala. Nein, ich habe mich verdrückt. So, Tränke. Wo ist jetzt unser Heiltrank? Das ist er, oder? Verbesserte Schwalbe. Bitte einmal hier ausrüsten. Sorala. Na, besser? Naja. Verdammt, war das knapp. Der Unsichtbare bringt mich um, auch wenn ich hier rauskomme. Ich lasse mir besser schnell was einfallen. Ja, vor allem, was ist mit unserem Vampirfreund? Dass der so unfreundlich ist, hätte ich nicht gedacht. Was auch zur wenn Hölle? Wir gewarnt wurden. Was ist denn hier los? Was meinst du denn? Ach so, weil das Wasser hier bergauf fließt. Also da, der kleine Wasserfall.
Ja, das ist komisch, Geralt. Wahrscheinlich sind wir hier halt in Vampirhausen. Da komme ich nicht hoch. Sofern ich mir keinen Schwung holen kann. Oder wir schwimmen im hochfließenden Wasser. Ist das der mit den Augen in den Händen? Der Master? Nee, der Master aus The Strain, das weiß ich nicht. Sieh an, hier war schon jemand. Notiz des Magiers. 10 Minuten nach der Ankunft. Die Teleportation hat funktioniert. Ich habe es mit einem Großteil meiner Ausrüstung in die Höhle geschafft. Das Wichtigste, das Megaskop ist intakt. Deshalb, sodass ich mit Ban Aad sprechen kann, wenn ich es am rechten Ort aufgebaut habe. 30 Minuten in der Höhle. Ich habe bereits mehrere Gravitationsanomalien festgestellt. Ach, ist das hier, kommt jetzt hier wirklich so ein Gravitationsrätsel? Ein Zelda-Spiel mit den Eisenstiefeln und den Magneten oder sowas in der Art? Das wäre was ganz was Neues für Witcher. Aber ist okay. Wäre cool. Ich habe bereits mehrere Gravitationsanomalien festgestellt, was nahelegt, dass Sorel Degarlund recht hatte und die Grenzen zwischen den Sphären hier recht dünn ist. Weitere Tests werden mir zeigen, ob sich wirklich ein Durchgang in unsere Welt aufgetan hat. 1 Stunde nach der Ankunft. Ich habe noch keine Vampire getroffen, aber ich kann ihre Stimmen hören. Ich werde mich umsehen. Was ihm wohl zugestoßen ist? Nee, schade. Ich dachte, wir können hier vielleicht jetzt super hoch springen wegen der Gravitationsanomalie. Aber scheinbar nicht. Das war der bleiche Mann aus Pans Labyrinth. Schon der mit den Händen in den Augen. Oder andersrum. Weil an den, also so von der Körperstruktur her ein bisschen. Aber an mich hat der auch noch an irgendwen erinnert, aber ich kann es nicht genau sagen. Aber gar nicht so ein übernatürliches Monster, sondern eher irgend so ein Serienkiller aus irgendeiner Serie oder irgendeinem Spiel. Ach du Holiger! 3 von denen. Das ist aber ein bisschen krass. Ohne Scheiß. Okay, cool. 2 haben wir. 2 haben wir weggezwirbelt. Oh. Au. Zum Glück habe ich diese Wirbelzwirbel-Zauberwind-Attacke. Was für ein Vampir war denn das? Habe ich noch nie gesehen. Okay, nicht mal Geralt kennt die. Nein, den, wo du meinst, ist der bleiche Mann aus Pans Labyrinth. Ach so, ich meine das Monster aus der Vampir-Serie von Del Toro. Ach, die habe ich nicht gesehen. Okay. Uiuiui, schauen wir mal, ob ich mit dem neuen Skillsystem hier schon irgendwas machen kann, weil ich verstehe das immer noch nicht so ganz. Ich glaube, ich lerne hier einfach mal noch irgendwie eine Fähigkeit. Irgendeine. Und jetzt habe ich hier einen neuen Slot freigeschaltet. Ganz genau, da können wir jetzt irgendwas reinbasteln. Man sieht nicht mal, was ich schon ausgerüstet habe und was nicht, oder? Ah, aber ich könnte was Neues lernen eventuell. Beim Wirken von Zeichen. Kritische Treffer mit der Armbrust. Verringert die gegnerische Schadensresistenz um 5%. Das klingt immer gut, oder? Das heißt, ich hau mehr rein. Das machen wir. Das level ich gleich mal hoch mit unseren Punkten. Wenn die weniger Schadensresistenz haben, mache ich mehr Schaden. So einfach ist das. So. Was ist denn Yasia?
hassen da. Was? Wir sind zwar überladen, aber das sieht aus wie die rote Version von unserer Rüstung, die wir jetzt anhaben. Ist das auch ein Set? Das Töten von Gegnern regeneriert die Vitalität mit jedem getragenen Set-Gegenstand um 1%. Ich glaube, das ist exakt das gleiche wie das, das wir jetzt haben. Hä? Warum? Achso, ich bin falsch. 1%, maximal 5%. Genau. Nur, dass die Rüstung besser ist. Die Werte dieser Rüstung sind besser. Nicht schlecht. Kann ich die... Sind die austauschbar? Ich glaub schon, oder? Wartet mal. Genau, ich trage weiterhin 5 von 6. Die gehören also schon irgendwie zum gleichen Set, weil ich habe hier 4. Aber was wären dann eigentlich das 5.? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall. Das 6. meine ich. Wahrscheinlich ein Schwert. Genau, das Schwert würde da noch dazugehören. Ja, ja, okay. Brauche ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, 5 reicht, oder? Weil ich meine 1% pro Ausrüstungsstätte. Derzeitiger Wert 6%. Ah ja, genau, passt. Ich verstehe. Aber dann zählen die auf jeden Fall dazu. Und sind besser. Ich meine, die Maske könnten wir auch die schwarze auflassen, aber jetzt sehen wir wenigstens ein bisschen anders aus. Jetzt ist er wütend, Geralt. Deswegen hat er so einen blutroten Kopf auf. Schmeißen wir mal ein bisschen Sachen weg, die wir nicht brauchen. Und ich habe gerade noch die Zeichen in unsere neuen, in unsere Rüstung geschmiedet. Und jetzt brauche ich sie nicht mehr. Aber ist okay, machen wir ein paar Quentzeichen in unsere neuen roten Hosen. Jetzt hätte ich fast gern das ganze Set. Gehört da auch ein neues Schwert dazu? Muss noch mehr wegschmeißen. Ja, hier gelbe Sachen werfe ich jetzt auch mal weg. Ehrlich gesagt könnte ich theoretisch alles wegwerfen. Aber warum habe ich eigentlich so eine komische grüne Armbrust ausgerüstet, wenn wir hier... Weil die tatsächlich von den Werten her schlechter ist. Ah ja, grün ist ja eh, das ist ja die Katzen-Hexer-Rüstungs... Ja, die ist besser. Okay. Okay, so. Warte mal, die blauen Handschuhe kommen auch weg. Okay. Jetzt sehen wir wirklich absolut bekloppt aus. Ich find's gut. Oh, da wartet schon wieder ein Gegner auf uns, oder wie? Hä? Hier ist angeblich ein Gegner. Zumindest ist hier einer eingezeichnet. Naja, muss eh nicht unbedingt sein. Gehen wir einfach... mit unseren neuen roten Hosen. Ich schaue nur nochmal zurück, weil jetzt, wo ich weiß, dass man hier die bessere Rüstung finden kann, möchte ich wirklich nichts übersehen. Aber ich glaube, hier war sonst kein anderer Weg. Unheimliche Geräusche hört man hier auch noch. Unheimliche Geräusche und... Ah, und echt schwere Gegner. Also das ist schon ein fieses Gebiet hier. Gefährlich, gefährlich, Geralt. Meditieren wir lieber kurz, damit wir unsere Tränke auffrischen. Bis Mitternacht. Ah, wir können hier nicht meditieren. Okay, keine Tränke auffrischen. Ui, 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 ui.
Kann man das Spiel jederzeit auf leicht stellen? Wenn es ist? Ich hoffe es. Ah, da ist tatsächlich was. Schauen wir mal. Ah, schade. Ich hätte schon gern die passenden Schuhe zu meiner neuen Hose. Wie sieht denn das sonst aus? Was sollen denn die Nachbarn denken? Was sollen denn die anderen Hexer denken, wenn ich so daherkomme? Wenn ich hier runterspringe? Was dann? Ich glaube, da kommt man sowieso noch runter, denke ich. Was ist denn hier? Tief. Ein Mann. Ein Megaskop. Kaputt. Ein Megaskop. Kaputt. Aber ist es mega kaputt oder normal kaputt? Eine geheime Kammer voller Schätze. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass ich hier so antike Münzen und so finde. Die kann man bestimmt teuer verkaufen. Aber ich will jetzt diese Rüstung, die ich da anhabe. Was haben wir denn hier? Einen Kelch und Kreise. Na gut. Ah, jetzt bin ich hier oben. Fließt dieser Fluss nach oben? Seltsam. Das ist einen zweiten Blick wert. Tja, waren wir jetzt die ganze Zeit über oben und sind jetzt wieder unten, oder? Ich stehe Kopf. Die Schwerkraft steht Kopf. Sie zieht mich nach oben. Cool, jetzt fehlen uns nur noch die Handschuhe. Ich hoffe, ich habe die nicht irgendwo übersehen. Ja, die ist schon um einiges besser. Von den reinen Werten her zumindest. Ich muss jetzt, glaube ich, zu einem Schmied, oder? Damit ich die Dinger wieder aus den Rüstungen hier kriege. Verdammt. Ah. Warum haben sich unsere Handschuhe gerade in Armbrustbolzen oder Pfeile verwandelt? Seht ihr das? okay. Ach so, und unser Oberteil ist eine zweite Hose. Das fällt mir jetzt erst auf. Durch das Reparieren ist irgendwas passiert. Irgendwas, das nicht hätte passieren sollen. Aber gut. Passt schon. So, und jetzt wieder runter, oder wie kommt man hier nur wegen den Handschuhen hin? Ja, irgendwie scheinbar schon. Ach so, nee. Ah, nee, das geht jetzt nicht. Zurück können wir nicht. Aber ich kann die Fußspuren auch nicht untersuchen. Soll ich da vorne runterspringen? Ah, muss gar nicht springen. Ich speichere mal schnell. Mir ist es hier zu unheimlich. Lieber einmal öfter speichern.
Das Wasser fließt zur anderen Seite. Ich kann nicht überlegen, ob es mich da erinnern kann. Komm schon, Geralt, jetzt hau ihn bitte. Gut. Danke. Und iss ein Schinkenbrötchen. So. Das ist wohl der Magier. Vielleicht sagt der mir was. Ah, ein Relikt hat er auf jeden Fall dabei gehabt. Janne. Denken Marcellus hat deutlich gemacht, dass ich als Spezialist für postkonjunktive Spezies dich bei den Vorbereitungen auf deine Reise unterstützen soll. Hey, aber ganz kurz, ich denke mir das jetzt gerade, der Gedanke kommt mir gerade, kann es sein, dass das Spiel und die Quest und das Ende hier komplett anders ist, wenn man sich dazu entscheidet, die Frau zu befreien? Dieser ganze Dungeon mit seiner Schwerkraft und so weiter und so fort. Wäre man da über den anderen Weg auch irgendwann hingekommen oder ist das wirklich nur jetzt hier, dieser Storypfad? Weil das finde ich schon echt cool. So ein ganzer Dungeon mit eigenem Schwerkraft-Gimmick und so weiter. Wegen, ne, als alternativer Pfad von zwei. Das wäre crazy, aber wenn das ein Spiel so durchzieht, dann Witcher. Oder Fire Emblem, aber gut. Als Spezialist für postkonjunktive Spezies dich bei den Vorbereitungen auf deinen Reisen unterstützen soll. Vielleicht sollte ich mit einer Warnung beginnen. Sie ist heller Wahnsinn. Vorausgesetzt, du überlebst die Teleportation. Dutzende Meter über dem Erdboden ein stabiles Portal zu öffnen, ist sehr riskant. Wirst du danach in Fetzen gerissen? Was? Höhere Vampire mögen rationale Kreaturen mit entwickelten kognitiven und analytischen Fähigkeiten sein, aber andere Spezies sind Kontaktaufnahmen gegenüber weniger aufgeschlossen. Wenn du es tatsächlich lebendig bis zum Unsichtbaren schaffen solltest, so tue sofort dies. Beuge das Knie. Sage Grußworte in der Sprache Elthi Latnai Amma und lege den beigefügten Hackland. Ah, so einen Kristall, so einen Stein, den unser Freund vorher meinte. Als Geschenk auf dem Boden. Dann und nur dann besteht eine winzige Chance, dass du angehört wirst. Doch bei den Göttern. Fass dich kurz. Ein Opfer für den Unsichtbaren. Verflucht, das wäre nützlich. Aber der hatte das jetzt nicht bei sich. Ah. Dammit. Aber vielleicht ist es das da. Das muss das Opfer für den Unsichtbaren sein. Glück gehabt. Ich bin mir sicher, wir können Regis retten. Wenn ich den Unsichtbaren gebe, bringt er mich vielleicht nicht um. Jedenfalls nicht sofort. Let's retten, Regis. Gut gesprungen, Geralt. Na, toll. Jetzt haben wir den Salat. Ah, okay, gut. Aber wo sind meine Handschuhe? Ich will noch meine Set-Handschuhe. Muss ich jetzt überhaupt zurück? Nee, die Punkte auf der Karte sagen eigentlich was anderes. Ja, aber was sagen denn die Punkte auf der Karte? Die sagen mir komische Sachen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dem vertraue ich nicht. Die sagen mir, ich soll da hingehen. Dann? Wirklich Punkte? Ich soll da runterspringen. Ich speichere mal. Ich versuch's. Ich glaube den Punkten kein Wort. What the... Weiß nicht genau, was jetzt passiert ist, aber es war anscheinend okay. Ah, ich bin wieder hier. Ach ja, so dringend brauche ich die roten Handschuhe jetzt auch wieder nicht, dass ich dann nochmal eine Runde starte deswegen, aber... Schade eigentlich. Ein Wasserfall. Fällt nach oben. Was ist hier los?
Tja, was ist hier los? Aber irgendwie bin ich hier nicht richtig, oder? Jetzt muss ich doch irgendwie wieder dahin. Ach, was weißt du nicht. Dann gehen wir den Weg halt nochmal. Ich hätte dem Pünktchen auf der Karte nicht trauen sollen. Verräterische Pünktchen. Aber wie gesagt, jetzt haben wir die Chance, dass wir die Handschuhe doch noch irgendwo entdecken vielleicht. Wenn irgendwo was aufblitzt. Aha! Schade. Oder soll ich doch mal hier runterspringen? Ob ich dann wieder hochkomme, ist die Frage. Ach so, nee, warte mal, weil da hat letztens unten ein Schatz geleuchtet, aber mittlerweile war ich da anscheinend schon und hab den schon geholt. Na gut. Okay, jetzt renne ich wieder kopfüber nach oben. Ah, da oben ist irgendwas Großes Rotes. Das ist ein Gegner. Sieht eigentlich nicht aus wie ein Gegner. Aber wie komme ich da hin? Das sieht aus wie was, das ich... zerstören könnte, wenn ich rankomme. Ah, jetzt sehe ich hier einen Weg. Wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Weil da kann ich ja rüberspringen, oder? Ach, das ist hier. Ach, guck, das dürfte funktionieren. Ja. Na, sag bloß. Die Felsspitze ist da, wo die Schwerkraft umgekehrt ist. What? Die Spitze fällt nach oben. Das müsste es tun. Ich muss nur die Basis zum Einsturz kriegen. Okay, was genau habe ich jetzt... ist das... keine Ahnung. Weiter geht's. Geronimo! Okay, jetzt gehe ich wirklich mal darunter. Absichtlich. Naja, ich wollte die roten Handschuhe sowieso nicht haben. Die können mir gestohlen bleiben. Was für ein Zufall, oder? Hängt da oben ein Stalagnit, nee, ein Stalaktit, der einfach so perfekt hier, ne, Wahnsinn. Fertig. Jetzt muss ich nur noch den Unsichtbaren in Plauderlaune bringen. Und vielleicht auf dem Weg noch Ausschau halten. Ich habe die roten Handschuhe noch nicht ganz aufgegeben, aber eigentlich schon so ziemlich. Ich glaube, die hätte man, wenn schon, hier schon irgendwo gefunden. Aber ich wüsste echt nicht, wo. Zweimal sind wir jetzt alles abgelaufen, Mensch. Schade, schade. Ekelti laut Niyama. Du lebst noch. Kaum.
Du greifst nicht an. Hörst du mir zu? Vielleicht. Sprich. Es hieß zwar in der Beschreibung, ich soll mich kurz halten, aber ich will natürlich trotzdem die vor allem, ne, Regis und so, aber die optionalen Dialoge machen. Ich hoffe, das darf ich. Ich hoffe, das Spiel bestraft mich nicht dafür. Was ist mit Regis? Nichts. Er schläft. Weckst du ihn wieder auf? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Du wolltest sprechen, nicht fragen. Tu es oder stirb. Jetzt traue ich mich fast nicht mehr, nach der Höhle zu fragen. Ich habe Angst. Ich lasse es wirklich. Ich sage jetzt, ich komme gleich zum Punkt. Ich bin wegen Detlef hier. Er ist... Ich weiß, wer er ist. Und? Er hat eine Horde niederer Vampire auf die Stadt gehetzt. Ich muss ihn aufhalten. Ich muss das nicht. Ich weiß zwar nicht, auf was Geralt hinaus will, aber ich sag das mal. Früher oder später macht Detlef dir Ärger. Großen Ärger. Wie das? So wie Kahagma Ärger gemacht hat. Die Leute werden ihn irgendwann umbringen. Das kann noch ein paar Jahre dauern. Aber sie finden eine Möglichkeit. Und dann gehen sie auf Vampirjagd. Und sie werden auch dich finden. Und das soll ich fürchten? Nicht, weil sie dich umbringen, sondern weil deine Ruhe dann vorbei ist. Umherziehende Ritter und Magier werden hier aufkreuzen, Tag ein, Tag aus. Vielleicht werden sie sich sogar herteleportieren. Es kommen immer mehr, sei dir sicher. Natürlich wirst du sie umbringen. Dann setzen sie diese Höhlen unter Wasser. Oder holen Pioniere aus Mahakam und sprengen sie. Nein, dieser Ort muss sicher sein. Das Tor. Wie lautet dein Plan? Genau, gut. Man kann auch hier noch eine möglicherweise friedliche Option wählen. Versuchen wir es mal. Ich weiß nicht genau, ob der Obervampir so viel Bock auf Reden hat. Der macht nicht den Eindruck, aber schauen wir mal. Wir müssen Detlef überreden, die Stadt in Ruhe zu lassen. Wird er das? Vermutlich nicht. Wir müssen es trotzdem versuchen. Wenn es zum Kampf kommt und du ihn tötest... Bin ich verfemt, das weiß ich. Dennoch bitte ich dich, Detlef herbeizurufen. Wohin? Teshamutna. Geht hin. Wenn ich euch dort spüre, rufe ich Detlef. Ich danke dir. Verlasst mich. Puh, das lief besser, als ich zu hoffen wagte. Echt? Ja, kann man sogar sagen. Besser, als du zu hoffen? Du machst wohl Witze. Er hat uns gewarnt. Ohne verlangsamten Stoffwechsel wäre ich auf der Stelle tot gewesen. Aber du hast überlebt.
Und doch riskierst du dein Leben. Die Frage ist, warum? Dieser Auftrag geht weit über das übliche Handlungsfeld von Hexern hinaus. Ich komme aus der Sache nicht raus, weil Detlef und ich durch Blut verbunden sind. Aber du könntest einfach gehen. Also, mein Freund, warum bleibst du und riskierst deine Haut? Romance. Wegen dir. Du steckst in großen Schwierigkeiten, Regis. Wegen Detlef. Ich hab dich einmal sterben sehen. Das ist genug. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich danke dir, Geralt. Schön. Sind alle eure Unsichtbaren so gastfreundlich? Das kommt darauf an. Manche sind eitel, andere herrisch. Aber mit den meisten kann man reden. Doch er, jedes Wort hat ihm große Kraft gekostet. Das Gespräch schien ihm Schmerzen zu bereiten. Mir wird klar, dass die Sphärenkonjunktion nicht nur für uns eine Katastrophe war, sondern auch für euch... Für uns Monster. Du kannst dir die Euphemismen sparen. Ich würde sagen, für uns war sie schlimmer. Ihr wart so viele, wir nur eine Handvoll. Wir hatten keine große Wahl. Entweder passen wir uns an, oder wir verbergen uns. Wie er. Die Höhle, in die ich geworfen wurde, ist da das Tor zwischen den Welten? Gewissermaßen. Sie ist nur verschlossen und versiegelt. Geht sie je wieder auf? Meinst du, ihr kommt nach Hause? Ich bezweifle es. Und der Unsichtbare vermutlich auch. Was macht er dann hier? Was ist der wahre Grund? Um beim Bild eines Tores zu bleiben, keine Tür ist je unüberwindlich. Gerüche dringen zum Beispiel durch. Und wenn der Wind weht, kommt auch irgendein Staub durch. Eine reale Spur von Dingen auf der anderen Seite. Nicht viel, aber immerhin. Und du? Wie fühlst du dich, wo du jetzt bist? Schlecht natürlich. Geralt, stell dir die unangenehmste Situation vor, in der du dich befinden könntest. Was wäre das? Ich rede jetzt nicht von Schmerzen, die dich an die Schwelle des Todes führen, sondern von etwas, das dir größtes Unbehagen. Na gut, das wäre wohl ein Hofbankett. Enge Klamotten, jeden muss ich anlächeln und mich an seichter Konversation beteiligen. Und derweil singt Rittersporn eine Ballade über Yennefer und mich, die alle hören. Sehr schön. Jetzt stell dir vor, dass du dort festhängst. Nicht für eine Stunde oder einen Abend, sondern für immer. Und wenn du nur einen Augenblick aus der Rolle fällst, wenn du dich auch nur kratzt, wo die Nähte jucken, brüllt alles um dich herum sofort: Monster, Monster! Sie gehen auf dich los und reißen dich in Stücke. Klingt ermüdend. Verdammt ermüdend. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Könnte Ciri, die nicht alle nach Hause bringen, einzeln, so ein Vampir nach dem anderen, Teleportation, kann Ciri Leute mitnehmen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die nur alleine springen kann. Aber wir sind doch auch schon mit super krasser Supermagie durch irgendwelche Welten gereist. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, dass die wieder zurückkommen, oder? Man kann doch durch Welten reisen. Es ist ja nicht unmöglich. Man sollte mal so unsterbliche Supervampire würden den Weg finden, wenn ich sogar als Hexer irgendwie schon auf anderen Planeten oder Welten oder wie auch immer unterwegs war. Tja. Aber... ich glaube, als Ciri ist es unangenehm. Ich will nicht wissen, wie die Vampirwelt auf uns Menschen wirkt. Ich glaube, das ist ein ziemlich krasser Ort. Okay. Also für uns. Und auch für Ciri. Zeit, Detlef herbeizurufen. Ja, höchste Zeit. Willst du direkt nach Teshamutna gehen? Gehen wir. Ich will es hinter mich bringen.
Jetzt fühlt sich's aber schon schön langsam nach Finale an, oder? Ich könnte mir auch ein bisschen vorstellen, wir haben jetzt ziemlich viele Story-Kapitel hintereinander abgearbeitet. Für das Auge unsichtbar abgeschlossen. Das war Kapitel 11 von 16. Da sind wir jetzt schon ganz schön nach vorn geeilt, aber kommt schon noch ein bisschen was. Jetzt sind wir hinter Berg und Tal. Hübsch hier. Nicht wahr? So ein herrlicher Blick über das Tal. An klaren Tagen sieht man Duntin in der Ferne. Schade, dass wir aus diesem Anlass hier sind. Ja, sehr schade. Bist du zornig, dass ich Sianna nicht befreit habe und versucht habe, die Sache friedlich zu lösen? Ein wenig. Aber es kann sein, dass ich mich zu Unrecht darauf versteift habe, weil ich glauben wollte, dass es eine Möglichkeit gibt, alles in Ordnung zu bringen. Aber manchmal steckt der Karren eben zu weit im Dreck. Damit muss ich mich abfinden. Ja, das ist eine gute Frage, ob beide Wege, die man hätte nehmen können, gleich lang sind. Und ich frage mich gerade auch, weil ich hier eine Liste ja habe mit den Kapiteln und die spaltet sich nicht auf oder so, ob die Kapitel dann trotzdem alle gleich heißen. Tja, keine Ahnung. Weiter geht's. Regis, lass den Unsichtbaren wissen, dass wir hier sind. Er soll Detlaff herbeirufen. Kommen Fledermäuse auch aus der Vampirwelt? In der Witcherwelt? Wisst ihr, was ich meine? Wer mich nicht finden kann, der zwingt mich her? Warum? Du weißt warum. Ich habe keine Lust, Menschengedanken zu erraten. Sag es, oder lass mich zufrieden. Ich verstehe deinen Zorn, aber deine Angriffe auf die Stadt müssen aufhören. Sofort. Meine Bedingungen sind klar. Ich will Rehn. Ich will Sianna sehen. Doch sie ist nicht hier. Du weißt warum. Die Herzogin lässt sie nicht gehen. Dann muss die Herzogin die Konsequenzen tragen. Detlaff, bitte. All dies wegen einer Frau? Du verstehst gar nichts. Bringen wir es hinter uns. Müssen wir doch kämpfen. Finde ich nicht gut. Können wir da überhaupt was ausrichten in dem Kampf?
Warte mal. Da stand irgendwas optional. Es ging so schnell. Ich konnte es gar nicht lesen. Wir hätten uns vielleicht auch raushalten können aus dem Kampf. Und jetzt habe ich mich eingemischt. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht war es ganz gut, dass wir uns einmischen. Ich weiß nicht, ich habe Angst. Nicht du hättest sie herbringen sollen, Hexer! Ich bin enttäuscht! Du hast uns vielleicht, aber ich wollte den ältesten Superman hier sehen. Ist doch wohl verständlich. Oh, er ist mein Wirbelzauber, wird es machtlos gegen ihn. Ich bin mir sicher, unser Vampirfreund geht's gut, oder? So ein paar Kratzer. Bringt doch so einen Vampir noch nicht um. Selbst von einem anderen höheren Vampir zugefügt, wahrscheinlich nicht. Da gehört schon mehr dazu, denke ich. Okay. Fang an zu beten. Was, wenn ich Götter hasse? Warum sollte ich dann beten? Das macht keinen Sinn. Detlef, was wird denn das? Können wir das nicht irgendwie... Genau. Wenigstens lassen wir das. Warte mal. Habe ich kein Gerüst in meiner Armbrust? Genau. Very effective. Wo ist er denn? Ja, Mann, ey, ich treffe ihn nicht mehr. Oh, hat das jetzt funktioniert mit der Armbrust? Ja! Oh nein, jetzt bin ich in seine Falle gegangen. Seine Blutnebelmine. Mist, jetzt hätte ich ihn so gut hauen können. Ah! Ärgerlich. Stampfattacke macht viel Schaden. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe nicht mehr so viel Heilkräfte. Nein, Geralt, wir sterben jetzt nicht. Hast du gehört? Ich habe gesagt, nicht sterben. Okay, nächste Phase. Phase 3. Das erinnert mich gerade sehr an Deadly Premonition 2. Kämpfen wir jetzt quasi gegen den Vampir-Virus als Metapher in unserem Blut, oder? Glaubst du, das hält mich auf? Was genau ist gerade passiert? Aha, warte mal, ich kann hier irgendwas machen. Zerstört, was auch immer das genau war. Ein Knödel, der zufällig auch Detlef hieß. Dann bin noch ein.
Bettler knödelt wie die andere. So, jetzt ist da noch so ein Knödel. Ich verstehe nicht, was die Knödel machen. Aber ich ziehe mir die Energie ab, wenn ich draufhau. Also haben wir die Herzknödel. Okay. Und jetzt wieder neu geboren. Vampire haben crazy Shit-Fähigkeiten, ey. Wie schnell regenerieren sich denn jetzt Vampire? Müssen wir uns Sorgen machen oder bleibt jetzt für ein paar hundert Jahre so? Das ist nicht gerade Hust, Hust, Hust. Ah, jetzt. Überlass ihn mir. Geh jetzt. Ich kann nicht. Du musst. Wollen wir nicht was dagegen tun, dass der sich jetzt schon wieder regeneriert? Ganz kurz blöde Frage, warum hat er seine Flügel nicht regeneriert, nachdem Geralt ihm die abgeschnitten hat? Gelten die Regeln für Vampirflügel irgendwie anders als für die restlichen Körperteile? Aber okay. Ich bin schon still. Zwei Wochen später. Schneider. Huch! Was für ein umwerfendes Ensemble. Und wie gut es dir steht. Halt den Schnabel. Ich sehe wie ein Depp aus. Der Kaftan ist aus den besten Stoffen genäht, die man kriegen kann. Auf das sorgfältigste gearbeitet. Aber man braucht natürlich ein Minimum an Geschmack, um das zu würdigen. Auch der feinste Mantel vermag nur optische Defizite zu verdecken, keine kulturellen Mängel. Fallen Crusader! Hallo und danke für die Bits. Phew! So, Über Geschmacksfragen fange ich keinen Streit an. Das ist weder interessant noch produktiv. Dieser Hexer hier hat von Natur aus eine Abneigung gegen offizielle Anlässe. Binnen kurzem muss er eine solche Veranstaltung besuchen. Das dürfte der Grund für seine Gereiztheit sein. Bitte versuch es nicht persönlich zu nehmen, Meister Schneider. Er sollte dir leid tun, da er unter Lampenfieber leidet. Er schlottert, weil er keine Ahnung hat, wie man sich in Gegenwart der Herzogin beträgt. Das sollte er auch. Wie auch immer dem sei, Toussaints höchste Auszeichnung, der Orden von Vitis Vinifera, verlangt angemessene Garderobe. Man kann von der Herzogin nicht verlangen, dass sie die Medaille auf eine schlammverkrustete Rüstung pappt. Palastprotokolle legen allerhöchsten Wert auf Tradition und Etikette. Eine Tradition, die das Äußere über alles stellt, die den schnöden Schein und deplatzierte Großzügigkeit verherrlicht. Das klingt aber sehnsüchtig und melancholisch, Regis.
Weil du kein neues Gewand gekriegt hast? Wohl kaum. So klinge ich eben, wenn ich nachdenke. Ob du es glaubst oder nicht, das kommt öfter vor. Außerdem bedarf ich keines neuen Gewands, da ich der Zeremonie nicht beiwohnen werde. Wieso nicht? Weil ich dazu im Gegensatz zu dir nicht verpflichtet bin. Ich packe lieber meine Sachen. Du kommst sicher später zu mir, wenn du um eine Medaille und ein faszinierendes Erlebnis reicher bist. Verlass dich drauf. Zeremonien, Medaillen für Tugenden, das reinste Dauerfeuer. Ich hatte auch keine Pause. Und mir geht die letzte Tugend nicht aus dem Kopf. Mitgefühl. Dieses Puzzlestück passt irgendwie nicht rein. Du glaubst also plötzlich an die Fünf-Tugenden-Theorie? Nach allem, was wir herausgefunden haben? Hier geht es nicht um Glauben, Aberglauben und Altweibergeschwätz, sondern um Schlussfolgerungen und reine Logik. Sianna hatte alles geplant. Hätten wir sie nicht aufgehalten, dann hätte es ein fünftes Opfer gegeben. Eines, das mit Herzlosigkeit in Zusammenhang gestanden hätte. Aber ihre Pläne spielen jetzt keine Rolle mehr. Sie kann sie nicht mehr umsetzen. Der Bote mit meiner Einladung zur Zeremonie sagt, dass Sianna im Palast ist. Die Herzogin hat sich von den Höflingen nötigen lassen, sie in den Turm zu sperren. Willst du gar nicht wissen, wer noch auf ihrer schwarzen Liste stand? Wir haben noch etwas Zeit vor der Zeremonie. Wir könnten noch ein Wort mit dem Schuhputzerbengel wechseln. Er hat Detlef die Namen der Opfer gebracht. Ob wir was übersehen haben? Regis, der Schuhputzer hat nicht davon geredet, dass er irgendwelche Zustellungen gemacht hat. Woher willst du wissen, dass er die Briefe überbracht hat? Während du dich im Ruhm gesonnt und formelle Garderobe anprobiert hast, habe ich einige Nachforschungen angestellt. Du wärst stolz auf mich gewesen. Zunächst habe ich eine Menge Schuhpolitur für unseren Jungunternehmer zusammengemischt. Ich habe beobachtet, dass auf der Straße vor allem das Gesetz der Reziprozität herrscht. Keine gute Tat bleibt ohne Antwort. Natürlich gilt das auch für boshafte und zerstörerische Taten. Wo ist der Zusammenhang mit den Briefen? Als der Schuhputzer die Politur abholte, hat er angedeutet, dass er noch mehr weiß. Wir hatten sozusagen einfach nicht die richtigen Fragen gestellt. Es dauerte ein bisschen, ihm die Zunge zu lösen, aber es hat geklappt. Er hat eingestanden, Detlef die Briefe gegeben zu haben. Er wusste, dass diese Information wertvoll für mich ist. Sie war quasi der Dank. Es kann wohl nicht schaden, nochmal nachzuforschen. Also los, wir sind doch hier fertig. Ich schon. Ja, es liegt nun an dir, bei der Zeremonie meine Arbeit mit der ihr gebührenden Würde zu präsentieren. Oder sie sofort zu ruinieren, indem du dich in der Gosse herumtreibst. Ich verspreche, ich bin vorsichtig. Oh, der Schwertkünstler, wie schön. Soll ich dich aufpolieren? Dreckiges Schuhwerk befleckt die professionelle Würde, musst du wissen. Nimm doch Platz. Wir müssen dich was fragen. Schon wieder? Nun, ich als Befürworter der freien Rede will gerne erzählen, was ich weiß. Warum übe ich dabei nicht meinen Beruf aus? Es kann wohl nicht schaden, mal drüber zu wischen. Dann profitiere auch ich. Wie mein Freund zu sagen pflegte, Stiefel sollten so rein sein wie das Gewissen ihres Trägers. Reine Stiefel, reines Gewissen. Ein toller Spruch. Wie läuft das Geschäft? Ich kann nicht klagen. Wenn es auch wünschenswert wäre, wenn sich gewisse Leute hinsetzten und die Stiefel polieren ließen, statt im Stehen zu schwatzen. Der Mann im Frack. Erinnerst du dich, ihm Briefe gebracht zu haben? Ja, natürlich.
In meinem Alter funktioniert das Gedächtnis noch wie geschmiert, aber... Wenn du mir sagen willst, dass diese Information was kostet, vergiss es. Wie bist du an die Briefe gekommen? Die haben ein paar Bettler gebracht. Warum hast du das nicht bei unserem ersten Gespräch erwähnt? Ihr habt nicht nach Bettlern gefragt, oder? Bin echt gespannt, worauf das jetzt noch hinausläuft. Diese Bettler, erzähl uns mehr über sie. Wie viele waren sie? Tja, 4. Einer pro Brief. Nur 4? Einen 5. hast du nicht gekriegt? Ich kann zählen, weißt du? Erinnerst du dich sonst noch an irgendwas? Hatten die Bettler etwas gemeinsam? Wie? Nein, sie waren ganz verschieden. Manche hatten 2 verschiedene Stiefel, andere gar keine. Ach doch, genau. Sie hatten alle kein Haus. Jetzt hör mal. Mir geht langsam die Geduld aus. Denk nach. Weißt du noch, wie die Bettler aussahen? Natürlich. Ich sagte doch, mein Gedächtnis funktioniert einwandfrei. Sie waren abgerissen, unrasiert und in Lumpen. Ihre Stiefel erwähnte ich ja schon. Geralt, gestatte mir eine Frage. Hör mal, Junge, ich misch dir gerne noch eine Portion Schuhpolitur. Aber du musst dich konzentrieren und uns alles sagen, was du weißt. Wo finden wir die Bettler? Ich schätze, in der Unterkunft. Wo ist die? Das weiß doch jeder. Um die Ecke, Treppe hoch, dann rechts. Danke, Junge. Für deinen Aufwand. Wir müssen zur Unterkunft und uns dort umsehen. Was für ein Tag. Ihr brecht euer kleines Lager gefälligst ab und tragt es woanders hin, klar? Das hier ist ein anständiges... Du da, was willst du? Reden. Zeitverschwendung. Wir haben uns schon den Mund fusselig geredet. Jetzt ziehen wir andere Seiten auf. Nur die Ruhe, meine Herren. Entweder verschwindest du mit diesen räudigen Rumtreibern, oder wir werfen euch allesamt raus. Unsere Geduld ist am Ende. Das ist doch keine Müllkippe hier. Verschwindet! Hier leben anständige Leute. Ihr wollt also nicht, dass sie hier ihre Unterkunft haben. Fragt sich, warum? Sieh mal, Ballard. Noch ein Verteidiger der Armen, ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. Verfluchte Inzucht! Unsere Frauen und die Jugend wohnen nebenan, wo sich doch selbst Männer kaum trauen können, an solchem Abschaum vorbeizugehen. Anständige Leute? Du meinst ja wohl nicht euch. Wieso? Hast du da Zweifel? Und wie? Hörst du, Artois? Er will uns beleidigen. Auf unserem Grund und Boden. Gehen wir beiseite, guter Mann. Mein Freund kann diesen unseligen Disput zweifellos alleine beenden. Als diese Vampire in der Stadt gehen. Ja, und ich weiß schon wieder nicht, wie man blockt. Komm schon, komm näher. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich muss offensiv spielen einfach. Los jetzt. Wer braucht schon den Blockknopf? Ein Hexer? Das ist doch ein Depp, kein Hexer. Ah, da unten. RLL2, da steht sogar. Okay, Achtung. L2, okay. Das reicht jetzt. Ja. Na schön. Ich verstehe schon. Kommt, Männer, wir gehen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden. Aber sie hätten mich windelweich geprügelt, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich bin sehr dankbar. Was wollten die von dir? Sie sind Nachbarn.
Sie wollen, dass ich mit der Unterkunft verschwinde. Sie mögen es nicht, dass ich Bettlern helfe. Ich hätte ja nichts dagegen. Aber wo sollen wir hin? Nun, ihr habt ein Anliegen, nicht wahr? Vielleicht kann ich euch die Hilfe vergelten. Was ist das hier? Ein Armenhaus? So könnte man es nennen. Hier kann man sich ausruhen und etwas Warmes essen. Warum hilfst du ihnen? Weil sie Hilfe brauchen. Wir suchen einen Mann, der vielleicht den Schuhputzer in der Rue de Garles erwähnt hat. Den Schuhputzer? Ein munteres Kerlchen. Ich kenne ihn. Hat einer deiner Schützlinge vielleicht einen Termin bei ihm gehabt? Oder wird noch einen haben? Vergebt. So weit geht die Hilfe nicht, dass ich sowas wüsste. Aber wenn ihr warten wollt, bald kommen sie alle zum Essen. Dann könnt ihr sie selber fragen. Bist du sicher, dass alle üblichen Bettler hier sein werden? Sie müssen natürlich nicht kommen. Aber sonst kriegen sie schwerlich eine anständige Mahlzeit. Also essen die meisten aus der Gegend hier. Danke. Nett, dass wir warten dürfen. Liebe Leute, ich habe ein Anliegen, bevor ich auftische. Diese beiden Herren haben einige Fragen. Bitte hört ihnen zu und fasst euch beim Antworten kurz, damit die Suppe nicht kalt wird. Das würden wir doch nicht wollen. In letzter Zeit haben 4 von euch dem Schuhputzer Briefe gebracht. Das wissen wir. Weiß jemand, wovon der Herr redet? Ja, Romain? Ich werde doch nicht petzen. Wir sollten die Briefe nicht erwähnen. Wir haben es geschworen. Mir kannst du es sagen, Romain. Du hast einen Brief bekommen und ausgeliefert? Gute Arbeit, Romain. Danke. Wer noch? Ich habe auch einen gekriegt und dem Schuhputzer gegeben. Und Frischi hat auch einen gekriegt. Aber das kann er nicht erzählen, weil er nicht hier ist. Meinen habe ich noch. Ich soll ihn 2 Tage nach St. Barnabas ausliefern. Ich brauche den Brief. Es ist sehr wichtig. Dir nützt er ohnehin nichts mehr. Aber ich sollte ihn persönlich überbringen und ihn niemandem sonst zeigen. Das hat sie gesagt. Und sie war furchteinflößend. Du musst auf Leute hören, die freundlich und ehrlich sind. Diese beiden hier haben mir gerade geholfen. Sie haben uns allen geholfen. Wenn die Person dich bedroht, musst du dein Versprechen nicht halten. Na gut, hier nimm. Ich will sowieso nicht zum Schuhputzer gehen. Da ist es immer so matschig. Verdammt! Was denn? Ist es wirklich ein weiterer Name? Sieh es dir an. Es ist meiner. Also sowas. Das habe selbst ich nicht erwartet. Und nun zu unserer Herzogin. Offenbar haben wir Sianna erheblich unterschätzt. Offenbar sollte Detlaff ihr buchstäblich das Herz rausreißen. Doch brich ihr zuerst das Genick. Seltsam. Ist das Bild jetzt vollständig? Wahrlich. Die Angelegenheit ist kein Rätsel mehr, sondern eine ungeheure Tragödie. Wir haben es mit einem geplanten Anschlag auf die Herrscherin von Toussaint zu tun. Einem Staatsstreich. Die Herzogin sollte Detlaffs letztes Opfer werden. Das hat Sianna von Anfang an geplant. In der Tat. Das ist die logische Schlussfolgerung, Geralt. Zuerst 4 scheinbar zufällige Opfer mit den Tugenden als einzige Gemeinsamkeit.
Das reicht, damit die Leute von einem Biest der Rache reden. Das hat Sianas Verbindungen mit den Opfern verschleiert. Und sie konnte die, die sie hasste, einen nach dem anderen umbringen lassen. Zuletzt die Herzogin. Hätte sie ihren Plan in die Tat umgesetzt, hätte keiner nach den Gründen gefragt. Man hätte angenommen, dass Anna Henrietta wegen ihrer Sünden gestorben ist. Sie ist für ihre Hartherzigkeit bekannt. Es gibt umfassende Beweise für ihr mangelndes Mitgefühl. Warum sollte Sianna ihre eigene Schwester ermorden wollen? Neid? Machtgier? Natürliche Neigung zum Bösen? Das ist alles wahrscheinlich und schließt sich gegenseitig nicht aus. Aber wenn wir es genau wissen wollen, können wir sie selber fragen. Ich würde wirklich gerne ihre Motive erfahren. Sehr schön. Manchmal muss man dem Bösen in die Augen blicken. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Sie hat meinen Freund für ihre Morde benutzt. Ich habe wohl jedes Recht, sie zu verdammen. Aber ich unterstütze deine Suche nach der Wahrheit. Manche Philosophen halten die empirische Untersuchung für den einzigen Weg zur Erkenntnis. Hast du nicht gesagt, dass die Herzogin Sianna eingesperrt hat? Die Höflinge haben auf einer sehr viel härteren Strafe bestanden. Anna Henrietta musste ihre Schwester vor einem Lynchmob retten, wie sie ihre Untertanen vor einem Kriminellen beschützen musste. Jedenfalls sitzt Sianna in einem abgeschiedenen Winkel des Palasts gefangen und wartet auf ihre Verhandlung. Ich müsste ein paar Wachen überwinden, wenn ich sie sprechen wollte. Kommst du mit? Natürlich nicht. Ich warte in Merla Chaiselon. Ich kann nicht riskieren, nach den Verwüstungen durch Detlaff und seine Schergen den Palast zu betreten. Außerdem ziehe ich die Gesellschaft eines Alraunenschnapses, der Gesellschaft der bösen Schwester der Herzogin, vor. Das heißt also, du willst dich betrinken, weil du Sianna nicht leiden kannst? Solche kategorischen Feststellungen schätze ich nicht. Aber ich gebe zu, dass ich in ihrer Gegenwart nicht für mein Verhalten garantieren könnte. Sie war grausam zu Detlaff und hat schließlich seinen Tod bewirkt. Und jetzt noch dies? Nein, Geralt, ich gehe nicht mit dir. Ich erwarte dich auf dem Friedhof. Hast du sie gesehen? Die Vampire? Willst du zum Hafen? Vielleicht sind da neue Schiffe. Optional, sprich mit Sianna. Ja, das machen wir, glaube ich, ne? Fände ich auch interessant. Ist aber ein ganz schönes Stück entfernt. Vielleicht lohnt es sich sogar, schnell zu reisen. Ich überlege wirklich, ob wir schön langsam mit Witcher Schluss machen für heute. Dann würde ich vielleicht nochmal eine kurze Pause einlegen, bevor wir dann um 12 anfangen. Mit Präsident Zwiebel. Aber, nee, spielen wir noch weiter, oder? Aber andererseits... weil meine Sorge ist so ein bisschen, dass wir jetzt noch irgendwie eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde spielen oder so. Und dann sind wir irgendwie kurz vorm Schluss, aber nicht wirklich. Und dann beim nächsten Mal starte ich das Spiel nochmal wegen 10 Minuten oder so, weil man es nicht einschätzen kann. Keine Ahnung. Aber mein Gott, jetzt machen wir noch ein bisschen weiter. Halt! Ich muss dringend mit Sianna sprechen. In welcher Sache? Soll ich das sagen? Ich meine, dann lässt er mich wahrscheinlich eher durch, wenn ich ihm das sage, ne? Ich muss sie befragen. Es sind neue Fakten ans Licht gekommen. Die müssen geklärt werden. Anscheinend hat sie geplant, die Herzogin umzubringen. Ach, na gut. Du bist der Hexer, der die Morde aufgeklärt hat, nicht? Dann gebe ich dir die Erlaubnis, aber nur ein paar Minuten. Ich werde mich kurz fassen. Aber der Bam, warum sind eigentlich seine Augen braun-schwarz? Warum haben die Mutationen nur seine Haare und sein Bart weiß gemacht, aber nicht seine Augen braun? Das ist doch komisch. Der Hexer redet mit der Gefangenen. Ihr könnt kurz Pause machen. Wenn's nur ein Moment ist, ganz schön vorschriftswidrig.
Hallo, Sianna. Tut mir leid, dass ich reinplatze, aber ich muss dich was fragen. Ich habe dir nichts zu sagen. Wegen dir bin ich hier. Schon vergessen? Schon, aber was kann es schaden zu reden? Hast du was Besseres zu tun? Was willst du? Fass dich kurz. Diese Zelle ist ja richtig gemütlich. Das ist schon dein zweiter komfortabler Kerker. Du fällst immer auf die Füße. Das würde ich nicht sagen. Ich bin hier nie alleine. Aber sauber ist es, weil ich geputzt habe. Das kann ja angeblich ganz entspannend sein. Nein, ist es nicht. Es ist eine grässliche und undankbare Arbeit. Aber ich lasse nichts ungetan. Bevor ich Nazair verließ, habe ich mein Zimmer aufgeräumt und mein Bett gemacht. Ich wusste, dass ich nie mehr zurückkehre. Aber ich mag keine halben Sachen und losen Enden. Du bist sehr zielstrebig, bewundernswert. Dafür wurde ich immer als kleines Mädchen gelobt, wenn auch für nichts anderes. Ich bin zur Bettlerunterkunft von Beauclair gegangen. Da fand ich den Beweis, dass du das Ableben deiner Schwester geplant hattest. Anna Henrietta, sie war von Anfang an Detlefs letztes Ziel. Dein letztes Ziel. Bravo, Hexer. Ich gratuliere dir zu deinem deduktiven Scharfsinn. Aber mit dir hatten meine Pläne nichts zu tun. Falsch. Sie haben alles mit mir zu tun. Du wurdest angeheuert, um das Biest zu töten. Und das Biest ist tot. Also hol deinen Orden ab und lass mich in Ruhe. Warum musst du dich in alles einmischen? Ich will nur verstehen, was um mich herum vorgeht. Ich mag Verwirrung und unklare Situationen nicht. Bist du gekommen, um mich nach meinen Motiven zu fragen? Ich bin hier, um etwas zu erfahren. Es ist klar, dass du auf Rache aus warst gegen die, die dich aus dem Palast vertrieben haben. Es lag am Fluch der schwarzen Sonne, nicht? Das haben sie jedenfalls behauptet, dass ich gefährlich bin. Eine Mutantin. Die Ritter Crespi, Dulac, Delacroix und Perrac-Perron. Es war ihre Aufgabe, mich wegzuschleppen und aus dem Herzogtum zu werfen. Sie haben Befehle ausgeführt. Und wie eifrig sie das getan haben. Als ich zu fliehen versuchte, schlug Crespi mich mit der Peitsche, bis ich ohnmächtig wurde. Die anderen sahen zu. Perron nutzte jede Gelegenheit, seinen Frust an mir auszulassen. Und Dulac und Delacroix beleidigten und verhöhnten mich. Ich schwor, dass ich ihnen das nicht vergessen würde. Dass ich sie finden würde. Das erklärt vieles. Du hattest jedes Recht, zornig zu sein. Aber das rechtfertigt nicht die Methoden, die du gewählt hast. Ich hatte nicht erwartet, dass du das verstehst. Ich brauche weder dein Verständnis noch das von irgendwem sonst. Ich bereue nichts. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich nicht anders entscheiden. Sie hatten ihre Strafe alle verdient. Meine Schwester am meisten. Genug. Der Besuch ist vorbei. Ach, den Stern sei Dank. Kommandant de la Tour will dich sehen. Können wir direkt gehen? Ja, gehen wir. Gehen wir. Ich will ihn auch sprechen. Damien?
Geralt, es wird Zeit. Bereit für die Zeremonie? Dein Gesicht sieht nicht gerade gut aus. Naja, beim letzten Mal sah es noch schlimmer aus. Ich nehme Arnika. Ich fühle es schon kaum noch. Ich habe eine wichtige Information. Anna Henrietta sollte das fünfte Opfer von Detlaff und Sianna werden. Bist du sicher? Und ob. Ich habe einen Beweis gefunden. Wie konnte sie? Waren die Morde und die Zerstörungen in der Stadt nicht genug? Sie wollte ihre eigene Schwester töten, ihre Herrin. Ich muss die Ehrenwache der Herzogin vergrößern, damit Silvia Anna beim Verhör genau beobachtet wird. Ich werde mich gleich darum kümmern. Danke für die Warnung, Hexer. Ich weiß deine Aufmerksamkeit zu schätzen. Fangen wir mit der Zeremonie an. Komm mit, die Herzogin wartet. Im Namen der Gilde ersuche ich dich um deine Unterstützung, erlauchte Herrin. Ohne Fässer ist es vorbei mit der Produktion und mit uns. Ihr habt sie alle im Feuer verloren? Oh, wie schrecklich. Wir sind über die Maßen betrübt. Ja, erlauchte Herrin, allesamt. Als die Bestien es bis ins Lagerhaus geschafft hatten, ging alles in Flammen auf. Ich werde einen Palastwächter senden, der sich die Unglücksstelle ansieht. Wenn es ist, wie du sagst, wird aus der herzoglichen Schatzkammer eine angemessene Kompensation gezahlt. Vielen Dank, erlauchte Herrin. Erlauchte Herrin, Geralt von Riva ist eingetroffen. Meine lieben Untertanen, wir kommen zum nächsten Punkt. Von allen Pflichten, die mir als Herrscherin dieses Reichs auf den Schultern ruhen, ist diese hier mir die liebste. Wir verleihen den Orden von Vitis Vinifera, Toussaints höchste Auszeichnung. Geralt von Riva, Schlächter des Biests von Beauclair, tritt vor. Diesen Orden erhält jener Hexer, der Beauclair vom schrecklichen Biest befreit hat. Dies ist unser Wunsch. Dieses Symbol möge allen als Zeichen dienen, dass der Hexer auf ewig ein Freund Beauclairs ist. Weniger förmlich gesprochen, danke ich dir aufs Herzlichste, Geralt. Damian hat deine Belohnung. Unterm Strich war es ja nur ein Auftrag. Vielen Dank. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Ein Dutzend Fässer Sangreal. Der Wein ist sonst der Herzogstafel vorbehalten. Auf dich wartet ein kulinarisches Erlebnis, das du nie vergessen wirst. Bist du zufrieden? Nee, das ist jetzt, das müssen wir jetzt nicht. Das ist wie eine zweite Auszeichnung. Ich bin geehrt. Vielen Dank. Sicher wirst du guten Gebrauch davon machen. Ich werde gleich mit Sianna sprechen. Begleitest du mich? Du hast mir meine Schwester zurückgebracht, doch mir auch ihre schrecklichen Taten enthüllt. Als Staatsoberhaupt muss ich gerecht über sie urteilen. Aber sie ist meine Schwester. Mein Herz schlägt für sie. Wenn meine Anwesenheit nützlich sein kann, bleibe ich natürlich. Wir befragen nun eine Person, die in die Morde in unserer schönen Stadt Beauclair verwickelt ist. Hauptmann de la Tour, bring Silvia Anna herein.
Wohnt der Hexer der Unterredung bei? Ich bin auf Anforderung der Herzogin anwesend. Du hast schwere Verbrechen begangen. Doch du bist meine Schwester. Und mein Herz erlaubt mir nicht, dich wie eine gewöhnliche Kriminelle zu behandeln. Daher habe ich Geralt als Außenstehenden gebeten, mich zu beraten. Ich werde jetzt anhören, was er zu sagen hat. Am wichtigsten, ich würde sagen, wie jeder andere Straftäter auch, oder? Weil warum eigentlich nicht? Ungeachtet mildernder Umstände ist Sianna eine Kriminelle und sollte auch so behandelt werden. Und entsprechend bestraft. Ihre Schuld ist offenkundig. Deine Worte betrüben mich sehr, Hexer. Aber ich kann ihre Logik nicht leugnen. Sianna. Amen, hi, danke fürs Verlangen. Du wirst vor Gericht gestellt und angemessen bestraft. Doch wir werden immer Schwestern sein. Als Herzogin muss ich dich verurteilen. Aber als deine Schwester werde ich dich immer lieben. Oh-oh. Hast du mir vergeben? Du's nicht. Ganz genau. Keine gute Idee. Niemals. Ich vergebe dir niemals. Hab ich doch gesagt. Ich mochte die Herzogin eh nicht. Insofern ist das schon in Ordnung. Das Ende. Tja, so war das damals. So, es ist noch nicht ganz vorbei. Ich glaube, es kommt noch eine Sequenz. Aber ich habe im Guide mal kurz überflogen während der Cutscene. Also wirklich nur kurz mir angeguckt, was so gekommen wäre, wenn wir nicht zu dem unsichtbaren Super-Obervampir-Kerl gegangen wären. Und das wäre tatsächlich eine ganz andere, ganz eigene Questreihe gewesen, die super interessant aussieht. Und ich glaube, fast im nächsten Stream müssen wir das auch noch machen. Da suche ich ein Safe-Game raus. Dann gehen wir den anderen Weg, weil ich habe es nur überflogen, wie gesagt, aber das sah sehr interessant aus. Vielleicht sogar interessanter als der unsichtbare Vampir. Ich brauche ein paar Blumen. Einen Kranz oder so. Hab ich nicht. Es ist alles verkauft. Ich wollte eben gehen. Es gibt hier nichts zu tun. Hey, danke, Armin. Das ist echt erstaunlich, Herr. Vor der Beerdigung haben die Leute alles leer gekauft. Männer, Frauen, Kinder. Alle wollten der Herzogin einen Strauß aufs Grab legen. Hexenblumen, Pfingstrosen, Gladiolen. Allerdings mochte sie klassische Rosen am liebsten. Ihre Hofdamen waren hin und wieder hier. Dann wählte ich die hübschesten Blüten für sie aus. Duftend, großblättrig, langlebig. Vollen Crusader, danke fürs Abo verschenken. Ich kann es einfach nicht glauben. Von der eigenen Schwester getötet. Wie konnte das passieren? Wie? Schnell und unerwartet. Sie war tot, bevor ich begriff, was geschah. Ach, jetzt erkenne ich dich. Du bist dieser Hexer aus dem Norden, der uns vor dem Biest gerettet hat. Mhm, könnte man sagen. Warte, nimm diese. Ich dachte, du hättest keine mehr.
Den Strauß habe ich zur Seite gelegt. Ich wollte ihn der Herzogin selbst bringen, aber nimm du ihn. Ich weiß, dass dir an ihr lag. Was schulde ich dir? Gar nichts. Behalt dein Geld und trink heute Abend zu ihrem Gedächtnis. Mach ich. Leb wohl. So, Geralt ist die rote Ziege. Genau, stimmt. Sehr schön. Die haben jetzt innerhalb weniger Wochen diese Statue hier gemeißelt. Nicht schlecht hier, die Handwerker. Nicht schlecht. Das hat wehgetan. Halt, stopp, haben wir hier noch eine Nebenquest oder wie? Maler, na meinetwegen reden wir mal mit dem. Schneewittchen. Geralt ist der Name. Was kann ich für dich tun? Dieses Haar, diese Narbe, diese Stirn. Das eine Maske auf. Perfekt. Hast du ein konkretes Anliegen? Oder willst du nur meine äußeren Merkmale preisen? Bewundern, werter Herr, bewundern und ersehnen. Dieser drohende Blick, so männlich. Wenn du ein abendliches Stell-Dich-Ein mit mir willst, bist du an der falschen Adresse, fürchte ich. Abendliches Stell-Dich-Ein? Aber nicht doch. Für Porträts brauche ich das weiche Licht der Nachmittagssonne. Porträts? Aber ja, für dein Porträt. En face und in Lebensgröße. Vor der herrlichsten Aussicht Toussaints. Sitz mir, Modell. Du musst. Natürlich werde ich dich für deine Dienste entlohnen. Warum nicht? Warum nicht? Genau. Wenn es nicht zu lange dauert. Das wird es nicht, sei unbesorgt. Wir haben nur ein kurzes Stück Wegs bis zu den Hügeln vor der Stadt. Eine perfekte Landschaft in perfekter Harmonie mit deinem perfekten Antlitz. Dann los. Lass mich noch rasch meine Staffelei und die Paletten aus dem Atelier holen. Wir treffen uns mittags beim Westtor in der Nähe des Palastes und gehen von dort gemeinsam los. Na gut, aber das machen wir nicht jetzt. Jetzt legen wir die Blumen erstmal auf Henriettas Grab. Man erzählt viel über dich, Hexer. Und man flüstert noch mehr. Der Schein kann trügen, Hexer. Vorsicht. Billige Impfungen. Holt euch eine Spur packen. Kannst du mal einen von Riva. Hat mir das Pferd geklaut. Und tot. Das wäre so witzig gewesen. Hexer, ich dachte, du wärst schon fort. Ging nicht. Anna Henrietta war... Wunderbar. Schön. Gut. Die beste Herrscherin, die man sich erhoffen könnte. Und ich habe sie im Stich gelassen. Sei nicht so hart zu dir. Niemand hat damit gerechnet, dass Sianna das noch tut. Und keiner hat etwas getan. Weil keiner etwas tun konnte. Ach, du hast sicher recht. Aber wenn eine geliebte Person stirbt, kann man nicht anders, als die Schuld bei sich zu suchen. Dann verlieren selbst die gestähltesten Ritter ihren Mut. Ich wollte der Herzogin meine Aufwartung machen und mich verabschieden. Weiße Rosen mochte sie am liebsten. Geh hinein, sie liegt in der Herzogskrypta. Im gleichen Raum wie ihre Mörderin, trotz meiner Proteste. Was? Wer hat das bestimmt? Der Regentenrat. Ein Rudel alter Männer mit Statuten und Kodizes anstelle von Herzen. In Siannas Adern floss herzogliches Blut und sie ist nie offiziell enterbt worden. Daher wurde bestimmt, dass sie neben Anarietta liegen soll. Thank you.
Ich weiß es nicht. Ich liege auch nicht. So. Das hätten wir geklärt. Warum denn nicht? Wobei, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hat sie quasi meinen Vampirfreund dazu gebracht, seinen besten Freund umzubringen. Tu's doch und nicht, Geralt. Was hat dir das jetzt alles gebracht? Ruhe in Frieden. Na gut, okay. Dann doch. Es tut mir leid, dass es so enden musste und ich es nicht verhindern konnte. Hoffentlich kannst du mir verzeihen. Ruhe in Frieden. Schicke Krypta und so dezent. Ja, so stelle ich mir meine ewige Ruhestätte vor. In solchen Momenten weiß ich nie, ob du Scherze machst. Nicht doch, Geralt. Es ist bemerkenswert friedlich hier. Und dieser subtile Charme unterstreicht perfekt die Würde der Herzogin. Ach, ihr Menschen versteht es doch immer wieder, mich zu erstaunen. Zu verzweifeln angesichts des Unausweichlichen. Ich bin gekommen, um dich von hier fortzuholen, mein Freund. Nach dem Chaos der letzten Tage hast du etwas Erholung nötig. All die Tode, die ich nicht verhindert habe. Ich fühle mich mies. Ich finde, ich hätte mehr tun müssen. Jetzt ist Toussaint ohne Herrscher. Oder besser, das Chaos herrscht. Und die Verzweiflung. Die Leute haben die Herzogin wirklich gemocht. Ganz Beauclair weint um sie. Emotionaler Massenausbruch? Offenbar haben die Untertanen die Wesenszüge der verstorbenen Herrin übernommen. So sarkastisch. Ich dachte, du hättest Anna Henrietta gemocht. Hab ich auch. Und ich bedauere ihren Tod aufrichtig. Ich auch. Dann trinken wir. Und da habe ich dich immer für eine so komplizierte Kreatur gehalten, die niemals auf so schlichte Methoden wie das Ertränken von Kummer verfallen würde. Es gibt Sorgen, bei denen hilft einfach keine andere Medizin. Man kann über Sienna sagen, was man will. Kompromisslos war sie. Nun allerdings, es wäre ihr gut bekommen, wenn sie eine etwas philosophischere Herangehensweise gewählt und hin und wieder ihre eigenen Handlungen in Frage gestellt hätte. Stimmt. Wie findest du meinen Brand? Zu stark? Genau richtig. Der örtlichen Alraunen, der Varietät Diavolis sei Dank. Die Wurzeln, die hier in der Vulkanerde wachsen, haben ein einmaliges Geschmacksprofil und eine außergewöhnlich dunkelbraune Färbung. Faszinierend. Ich kann nur sagen, dass diese Charge gelungen ist. Eigentlich wäre es klug, ein paar Wurzeln zu lagern. Würdest du mich begleiten? Du willst jetzt im Dunkeln nach Wurzeln graben? Och, Geralt, selbst wenn ich dir zugestehe, vergessen zu haben, dass ich als Vampir im Dunkeln hervorragend sehen kann, nehme ich dir doch nicht ab, vergessen zu haben, dass du selbst dunkelsichtig bist. Also, wollen wir?
Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann los. Aber dir ist klar, dass diese Variante hochgiftig ist. Auch für Hexer. Kein Problem. Ich lasse Sicherheit und Hygiene bei der Alchemie niemals außer Acht. Hier, Handschuhe und Maske. Damit solltest du außer Gefahr sein. Also gut, dann mal los. So. Jetzt muss ich aber hier leider speichern und wir müssen jetzt hier Schluss machen für heute. Weil das geht noch ein bisschen länger. Ich habe in dem Guide ein bisschen gespickt und da kommen jetzt noch zwei Abschnitte. Und es gibt noch einige Nebenquests, die ich sowieso machen will. Und dann schauen wir nochmal, dass wir hoffentlich noch ein Savegame finden. Manueller Speicher. Die Nacht der Langzähne. Ja, genau, den überschreibe ich nicht. Dann starten wir nochmal, wenn die Vampire angreifen. Und dann entscheiden wir uns perfekt. Das perfekte Savegame. Und dann entscheiden wir uns für den anderen Weg. Aber wir haben eh noch einiges zu erledigen beim nächsten Mal. Dann machen wir jetzt nochmal eine kurze Pause von 27 Minuten. Und um Punkt 12 oder 5 Minuten vorher können wir uns hier gerne nochmal treffen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn ihr so lange wach bleiben wollt und könnt heute. Dann schauen wir noch uns die erste Stunde von Resident Evil 8 an. Bis 1 Uhr, dann ist Schluss. Also gut, ich mache jetzt den Stream aus, wundert euch nicht, aber um kurz vor 12 geht's wieder los. Na dann, hab mich gefreut, dass ihr da wart jetzt schon mal und an alle, die jetzt dann noch dabei sein werden, bis gleich. Und an alle, die das auf YouTube sehen, danke fürs Zusehen und wahrscheinlich ist das Resident Evil Video, das jetzt dann gleich erst entsteht, eh schon online. Könnt ihr euch dann auch anschauen, wenn ihr wollt. So, bis nachher, bis bald, wie auch immer, je nachdem. Gute Nacht oder auch noch nicht. Ciao.